Zuletzt bei Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Um den Vielsafttrank zu komplettieren, brauchen wir noch ein Stück des Menschen, in den wir uns verwandeln wollen. Deshalb sind wir Goyle durch halb Hogwarts gefolgt, sind nach einem kurzen technischen Problem in die Arme gelaufen, aber haben es am Ende des Tages geschafft, ihm ein Haar abzunehmen. Nun müssen wir dieses Haar in den Vielsafttrank werfen und können dann Malfoy ausspionieren. Expelliarmus! Höpp, da gebt ihr mir doch mal easy eure Bertie-Bots-Bohnen, die ich euch mal easy aus eurem Geldbeutel gezaubert habe. Was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Wie immer eröffnen wir den Part mit einer wunderschönen Bertie-Bots-Bohne und die ist grün gepunktet. Die ist grün gepunktet, deswegen, ja, der Greenscreen macht das mit... Das ist doch Safe-Kotze oder sowas. Also, grün gepunktet kann eigentlich nichts Gutes sein. Oh nein. Oh. Oh. Boah. Mit. Einfach schlucken und nicht weiter drauf kauen. Was ist das? Booger. Was ist Booger? B-O-O-G-R. Wartet mal. Hatten wir das nicht schon mal? Bin mir gar nicht sicher. Wartet. Booger. Ja, Popel. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Aber es. Aber das letzte Mal habe ich, glaube ich, gesagt, dass es ganz okay war. Dann hatte ich, glaube ich, letztes Mal keinen Popel. Vollkommen egal. Freunde, ich bin hier aktuell noch im zweiten Stock im Zauberkunstunterricht. Und ich habe gesehen, dass hier hinten ein kleiner Gang ist, in welchem Truhe steht. Und dann dachte ich, das ist doch ein perfekter Punkt, um den Party zu eröffnen, denn hier ist eine bronzene Bildkarte. Sehr schön. Von Balfour Blaine. Hat das Komitee der experimentellen Zaubersprüche gegründet. Ah, was ein cooler Typ. Ne? Die Zauberer, die gründen viel. So, eigentlich sind wir aber hier im zweiten Stock, weil, was ist hier? Hallo? Ah, ich glaube, hier war der Verwandlungsunterricht. Ich glaube, hier habe ich nicht schon mal umgeguckt. Eigentlich sind wir im zweiten Stock, weil ich in das Mädchenklo möchte. Denn dort ist Hermine gerade dabei, einen Vielsafttrank zu brauen. Und den möchte ich natürlich jetzt ausprobieren. Beziehungsweise trinken, nachdem wir es beim letzten Mal erfolgreich geschafft haben, Goyle, dem hässlich schlafenden Baby, um Harry zu zitieren, ein Haar zu entnehmen. Und das sollte uns dabei helfen, uns in Goyle zu verwandeln. Ich habe das Stückchen von Goyle. Gut gemacht, Mädchen. Mädchen? Hat er gerade gesagt, gut gemacht, Mädchen? Hä? Ron, was hast du denn für einen Humor? Hä? Das gibt... Ich lasse dir gerne den Vortritt. Das gibt gar keinen Sinn. Okay, es scheint zu stinken, ja? Danke. Harry! Das ist ekelhaft. Ja, unser Umhang ist auch mal schnurstracks grün geworden. Bist du okay, Harry? Ja, mir geht's gut. Geh hinab in die Kerker und versuch gut. in den Gemeinschaftsraum zu gelangen. Er ist auch noch mal kurz Bayer geworden. Okay. Viel Glück, Harry. What the fuck? Der Vielsafttrank hier ist ein bisschen mächtiger als der im Buch und Film. Leute, der redet jetzt sogar so. Hallo, Mora. Jetzt wurde er. Cassandra Wabletzki. Gefeierte Seherin und Autorin des Buches Entnebelung der Zukunft. Interesting. So, dann schaue ich mich mal kurz hier um, ob ich in den Toiletten das ist was ein finde. Mädchenklo. Du bist kein Mädchen. Lübendo. Kann ich bitte? Ich weiß nicht, wie mich die Leute hinter meinem Rücken nennen. Elende, maulende, trübselige Myrte. Ja, so wie du rumschreist, nenne ich dich auch bald so. Ich meine natürlich, so wie du dich verhältst, nenne ich dich auch bald so.
Und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Harry Potter und die Kammer des Schreckens. What the hell? So, ich habe jetzt nicht ganz aufgepasst. Ich schätze mal, ich muss in den Kerker, oder? Ich würde jetzt mal stark vermuten, dass der Slytherin-Gemeinschaftsraum irgendwo unten im Kerker ist. Vielleicht werden wir aber auch vorher noch von Malfoy oder sonst wem abgefangen. Na, der kümmert sich ja mal drum, wo Crab und Goyle sind. Ich finde schön, dass Harry auch mit dem Vielsafttrank und der Verwandlung in Goyle einfach sein IQ instant abgegeben hat. Er gibt sich gar keine Mühe, noch irgendwie klar zu denken. Aber soweit so gut. Sag mal, du? Nee, du hast nichts mehr. Ich will noch auf irgendwas Flippendo zaubern. Flippendo. Hallo, Mora. Hier. Hallo, Mora. Okay, das ist cool. So, wo muss ich hin? Hier ist abgesperrt. Also ich darf mich nicht duellieren. Verständlicherweise. Dann schauen wir mal hier runter. Ist hier irgendwo der Ort, wo ich hin muss? Ja. Dem ist so. Und ein Slytherin ist gerade da abgedüst. Ich denke, das soll uns so ein bisschen zeigen. Hey, Slytherin-Gemeinschaftsraum. Könnte hier in diesem Gang sein. Da ist gerade jemand mit einem Slytherin-Umhang hier reingedüst. Reinblüter. Ja. Also das Passwort. Ich wette, damit komme ich in den Slytherin-Gemeinschaftsraum. Kann ich bitte immer Goyle spielen? Das ist zu witzig. Reinblüter. Stabil. Das hat funktioniert, Freunde. Kann ich mich jetzt hier auch umgucken? Ja. Gibt es hier Secrets? Ja, tatsächlich. Das ist, der Gemeinschaftsraum ist so groß, dass es hier sogar 8 Secrets gibt. Das ist ja mal interesting. Ah. Und jetzt gibt es hier ganz viele verschiedene Wege, die ich gehen kann. Okay, jetzt muss ich mal aufpassen. Durch. Ich zauber jetzt hier einfach mal auf alles, was ich so finde. So, hier kam was raus, da kam was raus. Und damit, das ist so eine Art Aufzug, okay. Aber was ist, wenn ich jetzt hier nochmal mit mich draufstelle? Gar nichts. Ah, lol. Ich dachte, man könnte dann vielleicht das Ganze noch häufiger drehen oder so. Nee. Da passiert nichts mehr. Okay, dann ist das der einzige Weg. Alles klar. Dann gehen wir mal hier runter. Und dann gucken wir mal, was wir jetzt hier so machen können. Ich finde schön, dass der Gryffindor-Gemeinschaftsraum einfach nur so ein Zimmer ist und Speicherbuch ist. Und der Slytherin-Gemeinschaftsraum ist einfach so gefühlt so ein halber Abenteuerpark. Das ist ja eine gerechte Aufteilung. Ich habe das Gefühl, dass diese Goblins auch fetter werden, wenn Goyle sie hochhebt. So, zack. Ah, nee, okay, das ist einfach ein fetter Gnom. Alles klar. So. Die haben wir jetzt auch alle hier drin versenkt. Ja, was ist denn hier los? Und warum klingen wir so, als ob wir einfach nur 2 Gehirnzellen hätten? Und warum habe ich noch kein Secret gefunden? Das ist das, was mich eigentlich noch viel mehr frustriert, muss ich ehrlicherweise zugeben. Angeblich gibt es 8 Secrets hier. 8. Und ich habe so keins. Kann ich das nochmal betätigen? Nee, okay. Also diese Druckplatten sind wirklich nur Einweg. Einwegschalter. Und der zaubert den Schleim weg. Lol. Viel Spaß, Goyle. Goyle wird einfach in seinem eigenen Haus gemobbt. Was für Schweine. Was für Schweine. Ah, aber das eröffnet uns hier einen Weg. Das könnte ein Secret-Raum sein, Guys. Ja. Ja, aber eins nach dem anderen. Jetzt guck ich erstmal hier. So sieht's aus. Das ist das erste von 8 Secrets. Endlich habe ich hier mal was gefunden. Es dauert immer so lange teilweise, bis man diese Secrets findet. Dann habe ich immer das Gefühl, shit, Alter, ich verpasse so viel. Aber hier könnte noch ein Secret im Secret sein. Wir können jetzt nämlich hier noch eine Treppe zu einer weiteren Truhe bauen. So, jetzt darf ich nur den Jump-and-Run-Parcours nicht verkacken. Das mache ich in dem Game ganz gerne mal. Ja. Mhm.
So sieht's aus. Aber es gilt immer noch nur als ein Secret. Okay, aber eine silberne Bildkarte. Also hat sich's definitiv gelohnt. Elfrieda Clegg. Chieftainess of Warlocks Council. Okay, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Bestimmt irgendwie Chefin von irgendeiner Vereinigung oder von irgendeinem Konzil, ne? Irgendwie. I don't know. Warlock klingt irgendwie so ein bisschen nach Kampf und Krieg und so weiter. So, warte mal, was geht hier ab? Ich kann darauf Flipendo machen. Ah, und dann fangen diese Plattform an, sich zu bewegen. Und ich muss irgendetwas auf diesen Druckschalter draufschieben, damit der unten bleibt. Weil sobald ich den Schalter verlasse, klappt die Brücke wieder runter. Na, das heißt, ich brauche irgendwas, um das zu beschweren. Schleime. Warum ist ja eigentlich teilweise so Schleim an der Wand? Was genau macht das? Aber guck mal, habt ihr gesehen, das ist noch eine Lumos-Statue, Freunde. So, der Slime. Ah, der Slime jetzt wieder runter. Und wenn ich jetzt die Brücke hochfahre, verklebt die wahrscheinlich. Ich verstehe. Aha. Und da hat sich was im Boden geöffnet. Ah, okay, das ist nur der Rückweg. Kapiert. So. Zack. Und jetzt hält die Brücke wieder und wir kommen hier durch. Könnte ich die Brücke theoretisch jetzt wieder runterkrachen lassen? Ja, tatsächlich. Ich habe mir gerade selber den Rückweg verbaut. Read. Hoffentlich war das jetzt nichts Dummes. Hoffentlich muss ich nicht gleich noch für eine Bildkarte oder so wieder zurücklaufen. Aber ich meine, es sah ja doch sehr, sehr fertig und final aus. Auf der anderen Seite, was die Secret-Suche und so weiter angeht. So, immer alle Wände überprüfen. So, da ist wieder ein Lumos-Dude. Und da drüben ist auch noch was. Okay, da drüben sind so Plattformen. So, und der... Ah, das ist wirklich der Hauptweg, den ich gehen muss. Aber bevor ich das mache, will ich erstmal wissen, was hier los ist. Komme ich da hoch? Ja, komme ich. Okay, aber was bringt mir das? Ich meine, ich kann darüber hüpfen. Da ist auch eine Truhe. Und nur Bohnen? Oh, wow. Das ist enttäuschend. Das ist sehr enttäuschend. Und das, genau, das bringt mich hier hoch. Zum Glück ist Harry auch in der Goyle-Version einigermaßen sportlich. So, ich zauber einfach nochmal da drauf. Damit wir das einfach nochmal gemacht haben. Aber hier, diese Plattform gucke ich mir jetzt nämlich gleich auch noch an. Das sieht mir nämlich direkt nach dem nächsten Secret aus. Muss ich nur die Sprünge hier richtig setzen. Ja. Aha. Eine weitere Öffnung für uns. So sieht's aus. Zwei Truhen und eine Ritterrüstung. Sehr schön. Und die eine Truhe war mit Geld und Bohnen gespickt. Die Ritterrüstung ebenfalls. Und hier ist eine Bildkarte. Geil. Hier haben wir Adalbert Waffling. Berühmter magischer Theoretiker. Ja, quasi ein Student, ne? Es muss ja auch die Leute geben, die Magie erforschen. Ne? Aua! Und sich so ein bisschen überlegen, okay, wie funktioniert hier eigentlich alles? Und wie kann man neue, coole Dinge entwickeln? Und jetzt habe ich einen Abflug gemacht. Und ich glaube, es gab kein einziges Speicherbuch bisher. Setsch an mich. So. Dann haben wir die Jump-and-Run-Passage jetzt hoffentlich auch geschafft. So, die beiden geht ich mal kurz weg, dass wir von denen schon mal Ruhe haben. Sehr gut. Und ich glaube, hier drüben ist sonst nichts mehr. Nee. Oh, what? Okay, aber jetzt ist wohl mein Lumos-Zauber mittlerweile ausgelaufen. Also, die haben ja auf jeden Fall eine zeitliche Begrenzung. So, genau. Dann treffen wir den einfach mal kurz von hier. Und dann müsste hier vorne auch, so sieht's aus, für uns die Tür aufgehen. Und wir kommen weiter. So, insgesamt 3 von 8 Secrets. Ist jetzt noch nicht so viel, aber ist ja noch Platz nach oben übrig. So, Bilder hier sehen alle sehr verdächtig aus. Und da haben wir auch direkt einen Geheimweg.
Oh Gott, mit tödlichen Spinnen. What the hell? Was ist in diesem Slytherin-Gemeinschaftsraum los? What the hell is going on? Und ich glaube, jetzt gilt das auch als Secret. Genau, 4 von 8. Wenn ich mir das so anschaue, dann verstehe ich schon, warum die Slytherins so sind, wie sie sind. So, warte mal, aber jetzt gehe ich erstmal zurück. Na, wir haben hier einen Geheimgang gefunden. Ist auch ganz nett. Aber eins nach dem anderen, ne? Machen wir hier erstmal wieder auf. Will mich jetzt hier im Hauptraum erstmal weiter umgucken. Wenn wir jetzt nicht über den normalen Weg sowieso in die Bibliothek kommen, dann gehe ich da nochmal zurück und gucke mir das an, aber jetzt erstmal eins nach dem anderen. Ey, das ist mal richtig cool in Szene gesetzt mit diesen ganzen Wappen und so an der Wand. Da steckt halt viel mehr Liebe im Design als beim Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Das muss man einfach mal so sagen. So, genau, das ist diese Bibliothek. Und da haben wir jetzt hier, glaube ich, diesen Geheimweg gefunden. Genau da. Den habe ich ja quasi schon aufgemacht. So, jetzt ist aber die Frage, na, was gibt's hier sonst noch so? Ah, okay, die fahren runter. Und das, ups. Das sorgt dafür, da oben ist eine Truhe, Leute, die habe ich erst gar nicht gesehen. Das sorgt dafür, dass wir hier hinkommen. Und hier ist sogar eine bronzene Bildkarte. Kriege ich die? Jawohl. Das ist nämlich der liebe Justus Pillywinkle. Gefeierter Kopf des Departments für magische Gesetzdurchführung oder sowas. Also quasi einfach irgendwie der magische Jurastudent oder sowas, würde ich jetzt mal spontan behaupten. So, aber auf die anderen Bücherregale komme ich nicht hoch. Okay. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, das passt. Hier ist sogar noch ein Schokofrosch, den ich mitnehmen kann. Kann ich auch ganz gut gebrauchen. Ab und zu kriegt man ja doch mal wieder auf die Schnauze. So, aber wir haben hier noch den Weg in die andere Richtung. Ich schätze, da vorne ist dann Malfoy da drin. Und was geht hier ab? Hier kann ich auch noch was machen. Ich muss beides aktivieren wahrscheinlich, oder? So sieht's aus. Und dann... ich mag es, wie in diesem Spiel die Secrets versteckt sind. Das ist so gut gemacht. Das hat so einen guten Vibe. So, und eine weitere Silberkarte. Das ist Morgan Le Fay. King Arthurs Halbschwester. Dunkle Zauberin, Gegnerin von Merlin. Wusste ich gar nicht, dass King Arthurs Halbschwester die Kontrahentin von Merlin war. Sehr, sehr interessant. So, was geht hier ab? Da kann ich auch noch drauf zaubern. Hallo Homura. Hallo Homura. Und das öffnet mir hier ebenfalls eine Truhe. Und da habe ich schon 7 von 8 Secrets. So, ich habe Angst, dass ich jetzt in Malfoys Arme laufe und das 8. Secret nicht mehr finde. Muss ich ehrlicherweise zugeben. Das war jetzt noch Yardley Platt. Serien-Goblin-Mörder. Du Sau. Oder Kobold wahrscheinlich eher. Du Sau. Ich habe Angst, dass ich jetzt hier reinstippe, dass jetzt halt eine Zwischensequenz losgeht. Und ich dann das 8. Secret nicht mehr finde, aber... Da muss ich jetzt wohl durch. Oder? Nee. Noch keine Zwischensequenz. Ich bekomme noch die Möglichkeit, mich hier ein bisschen umzuschauen. Hier sind zwar ein paar Zaubertrankzutaten, was ganz nett ist. Aber vom 8. Secret noch keine Spur. Okay, aber hier hat 2 Wege. Ich gucke immer, ob ich irgendwo Malfoy sehe, weil da, wo Malfoy ist, ist dann wahrscheinlich Feierabend für mich. Du willst doch nicht, dass wir Professor Snape rufen, oder? Das ist die Mädchenabteilung. Sorry. Hab mich verlaufen. Verdammt. Da bist du ja, Goyle. Einzige Bild habe ich wohl echt übersehen. Ich hab dich überall gesucht. Los, mir nach. Die Frage ist halt, ich glaube, wir dürfen uns jetzt hier nicht mehr umgucken, oder? Bitte keine Bildkarte verpasst. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich vermute, Dumbledore will diese Angriffe vertuschen. Er wird entlassen, wenn der Spuk nicht bald aufhört. Der heilige Potter, Freund der Schlammblüter, ist auch so einer ohne das wahre Zauberer-Empfinden. Und die Leute halten ihn auch noch für den Erben Slytherins. Wenn ich nur wüsste, wer es ist, ich könnte ihm helfen. Du musst doch irgendeine Vermutung haben, wer hinter all dem steckt. Du weißt, ich habe keine Ahnung, Goyle. Wie oft soll ich dir denn noch sagen? Aber eins weiß ich. Das letzte Mal, als die Kammer des Schreckens geöffnet wurde, ist ein Schlammblüter gestorben. Also wette ich,
dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis einer von ihnen diesmal umgebracht wird. Ich hoffe, es ist die Granger. Wie auch immer, Draco. Ich gehe jetzt besser. Wohin denn? Zum Krankenflügel. Ja, genau, zum Krankenflügel. Ich habe Bauchschmerzen und ich muss mir eine Arznei holen. Dann mach, dass du wegkommst. Ich muss meine Arznei holen. Ich habe keine Lust, den ganzen Abend dein schmerzverzerrtes Gesicht anzusehen. Aber ich darf noch mal rumlaufen. Ich habe keine Lust, mir den ganzen Abend dein schmerzverzerrtes Gesicht anzusehen. Ich hatte Angst, dass ich jetzt rausteleportiert werde. Na, dann gucken wir uns doch jetzt hier noch mal ein bisschen um, Freunde. Das ruft doch geradezu nach dem letzten Secret, oder? Da ist es, Freunde. 8 von 8. Diese Truhe. Und es waren sogar nur Bohnen. Okay, also wäre es nicht so schlimm gewesen. Aber damit haben wir alle Secrets hier im Slytherin. Ich wollte Slytherin-Door gerade sagen. Slytherin-Gemeinschaftsraum. Nice. So, ja, dann gehen wir mal wieder. Weil ich habe Bauchschmerzen und ich muss mir eine Arznei holen. Als ob Goyle das Wort Arznei überhaupt kennt. Oh shit. Ich sollte den Slytherins besser aus dem Weg gehen und mich rausschleichen. Wenn sie mich hier entdecken, wer weiß, was sie dann mit mir anstellen. Oh shit. Okay, Sneak-Mission. Okay, da kommt einer. Shit. Dann schauen wir mal hier lang. Oh shit, da ist auch eine. Ich glaube, ich bin am Arsch, Freunde. Oder? Wo läuft die lang? Biegt die noch ab? Nee, obviously nicht. Da düse ich nochmal hier lang. Ah, aber jetzt kann ich doch safe den Geheimgang verwenden, den wir hier entdeckt haben. Oh ja. Oh ja. So und nicht anders. Sehr schön, da liegen noch die beiden Spinnenleichen, die ich hinterlassen habe. So, was geht ab? Was hast du hier unten zu suchen? Harry Potter? Irgendetwas. Nein, das stimmt kann hier nicht sein. Professor. Verdammt! Sie haben mich erwischt, oder? Dass der fast kopflose Nick versteinert worden war, verbreitete sich nach den Ferien wie ein Lauffeuer in der Schule. Es war... Die Schüler dachten, okay, ich wenn sogar ein Geist versteinert werden konnte, wäre niemand mehr sicher. Die Erstklässler gingen nur noch in kleinen Grüppchen durch das Schloss, denn sie hatten Angst, angegriffen zu werden, falls sie alleine herumspazierten. Es kam zu einem blühenden Handel mit Talismanen, Amuletten und anderen schützenden Utensilien. In der Zwischenzeit hatte Harry erfahren, dass Draco Malfoy nicht der Erbe Slytherins war. Aber wenn es nicht Draco ist und auch nicht Harry, wer ist es denn dann? Wer ist es denn, Freunde? Beeil dich, Harry. Der Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste fängt gleich an. Schon wieder Unterricht bei dem. Das wird wunderbar werden. Professor Lockhart will uns Elasto beibringen. Ja! Hey, komm schon, Harry. Also ich packe ja Professor Lockhart auch nicht, aber Elasto ist insane. Elasto ist mit Sicherheit dieser Sprungzauber. Dann können wir ganz Hogwarts erkunden. Oh, das wäre insane. Das wäre richtig, richtig gut. Beeil dich. Wir wollen doch nicht zu spät. Wie bist du jetzt schon wieder hochgekommen? Wieso wir? Ich liebe den Soundtrack so sehr. By the way, läuft unsere Bildkartensuche richtig gut, ne? Wir haben einfach schon 39 Bronzene und 25 Silberne. Ich habe noch keine einzige Goldene. Ich weiß bis heute nicht, was ich tun muss, um an goldene Karten ranzukommen. Also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht die Goldenen so eine Art Belohnung sind. So nach dem Motto, Duellierclub durchgespielt, gibt eine Goldene. Quidditch durchgespielt, gibt eine Goldene und so weiter. Also dass ich die vielleicht gar nicht finden kann, sondern dass das so eine Art Belohnung ist, die man einfach erhält. So, hier war ich ja schon, ne? Das sind ja alles Orte, die ich schon entdeckt hatte. Ja, ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Muss immer mal gucken, ob ich da vielleicht noch irgendwie vielleicht einen Zauber brauche, aber zu eurem Lieblings- wir sammeln schon noch alle Secrets ein. Schüler. Wartet mit den Jubelrufen, bis wir Elasto gelernt haben. Harry Potter, du siehst aus, als wolltest du unbedingt noch etwas dazulernen. Steh auf und tritt vor die Klasse. Wir werden den anderen dann zeigen, wie das geht. Warum immer ich?
Das ist der Zauber, den ich von Anfang an wollte. Das Symbol vor dir und lass dich nicht von meinem fabelhaften Aussehen irritieren. Vor dir wird ein Zauberstab erscheinen. Ich denke, wir wissen mittlerweile, wie ein Zauberspruch lernen funktioniert, Geist. Wenn der Zauberstab sich genau über dem Pfeil befindet, musst du die entsprechende Pfeiltaste drücken, um das Ziel zu treffen. Gib mir jetzt einfach den Zauber. Ich will diese Aufgabe bestehen und dann Hogwarts erkunden. Du musst in jeder Übung alle Ziele alle Winkel treffen, um fortfahren zu können. Übung 1. Fang an. Endlich lernen wir diesen Zauber. Oh, ist das schön. Das ist sehr, sehr, sehr befreiend. So, die ersten zwei Stufen sind ja immer noch sehr, sehr entspannt. Da können wir einfach noch ein bisschen das schöne grüne Elastosymbol begutachten. Gut gemacht, Harry. Du kannst nun in der nächsten Übung. Vor allem können wir dann auch im Bonusraum richtig abstauben. Stimmt. Dann werden wir richtig rich. Gefühlt ist das größte Symbol bisher. Also, es dauert gefühlt sehr, sehr lange, bis der Zauberstab hier einmal über das ganze Symbol drüber gedüst ist. Sehr schön. Gut gemacht, Harry. Du kannst nun mit der nächsten Übung beginnen. 10 Punkte für Gryffindor. Übung 3. 10 Punkte für Gryffindor, meine Damen und Herren. So, und jetzt noch das letzte Herausforderungssymbol mit allen Pfeiltasten, die ich hier richtig drücken muss, um von Lockhart 15 Hauspunkte zu bekommen. Read. Gute Arbeit, mein Junge. Du hast alle Übungen abgeschlossen. 15 Punkte für Gryffindor. Oh, yes. Du hast es geschafft, Harry. Du beherrschst jetzt Elasto. Jetzt ist es Zeit für meine brandneue und schon bald weltbekannte Elasto-Herausforderung. Vor allem weltbekannt, so als ob alle Zauberer von überall herkommen. Willkommen zur Elasto-Herausforderung. So, ich skippe das mal. Ich glaube, wir wissen, wie die Challenges mittlerweile funktionieren. Da ist wieder erstmal eine Statue von Lockhart. Das haben sie so gut gemacht. Das haben sie so gut gemacht, Elasto, wie sie Lockharts Persönlichkeit hier so eingefangen haben. Wendest du Elasto auf sie an und springst dann hinauf, fliegst du wie ein Gummiball in die Luft. Suche den Boden nach diesen Symbolen ab. Sie führen dich zu versteckten Elasto-Teppichen. Okay, so, bevor wir das aber machen, düse ich jetzt erstmal hier runter. Leg mich hier ein bisschen mit diesen Gnomen an. Weil, das könnte ja auch schon dafür sorgen, dass wir den einen oder anderen spannenden Gegenstand finden. Ne? Wir sind hier immer gewillt, alles zu finden. Das heißt, da rein. So, sehr gut. Da ist nämlich noch ein Kessel. So, und jetzt sind wir, glaube ich, ein voll ausgebildeter Schüler des zweiten Lehrjahres, Freunde. Und jetzt muss ich einfach hüpfen. Ja! I like. Wobei das, ich wollte gerade sagen, das lässt doch jetzt auch viel Raum für, ja, ach du Scheiße, für Secrets. Wie soll ich denn jetzt da rüberkommen? Nein. Ach du Kacke. Ich muss schon hüpfen, ne? Okay, Moment. Ja, nee, ich komme da nicht rein. Oder soll ich da Alohomora drauf zaubern? Okay, warte mal. Nee, sobald ich da durchsteppe, geht die Tür zu. Okay, vielleicht wenn ich einfach so droppe. Mann! Was soll das? Das ist ja mal super ätzend. Nein! Moment, wir machen das mal so. Vielleicht wenn ich hier das so mache. Das boostet mich immer darüber. Das ist sehr schwer zu timen, aber ich denke schon, dass ich da lang muss. Boah. Wie soll denn das machbar sein? Guys. Ich stelle mir das hier sehr schwer vor. Sehr schwer. Da, mich boostet es immer automatisch in diese Richtung. Okay, warte mal. Ich probiere mal was. Kann ich da drauf zaubern? Nee.
Kann ich hier irgendwas machen, um da besser rüberzukommen? Okay, Freunde, wir machen mal weiter. Ich habe jetzt auch nicht irgendwie herausgefunden, wie ich jetzt hier eventuell auch darüber kommen soll oder so. I don't know. Vielleicht gibt es auch einen Weg für mich darüber. Ich kann euch beim besten Willen nicht sagen, wie ich da hätte hinkommen sollen. Meine kleine Kreaturen, halte dich von ihnen fern, denn ihr Biss ist tödlich. Wie bei den Gnomen kannst du auch bei den Imps Flippendo verwenden, um sie in ein Gnomenloch zu befördern. Okay, also so tödlich, dass ich direkt Game Over gehe oder was? Oder wie darf ich mir das vorstellen? So, Imp, mach einen Abflug, Mann. So. Jetzt kommen hier fiesere Versionen von Gnomen. Aber ich hoffe, dass die kein Instant-KO sind. Das wäre mal übelst fies. So, aber schaut mal. Das hier könnte doch der Hauptweg sein. Und vielleicht ist das hier... Nein, okay. Nein, die haben vorgegebene Richtungen, die mich bouncen. Lol. Wann habe ich das hier aufgemacht? Wann habe ich diese Wand hier gerade geöffnet? Das ist das erste von 16 Secrets. Na, ich hüpfe da drauf. Es gibt eine vorgeredene Richtung, in die mich bouncen. Also ich denke nicht, dass ich quasi hier wohin bouncen kann, wo das Spiel nicht möchte, dass ich hinkomme, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich glaube, das Spiel gibt einem hier ziemlich genau vor, was ist, was, wo lasst du einen hin, buttert. Mhm. Da war sogar Challenge dann 2 von 10. Oh, ist das confusing. Boah. Also ich habe safe schon Secret verpasst, aber ich weiß noch nicht, wie ich da hätte hinkommen sollen. Also beim besten Willen nicht. Ich hab wirklich mein Bestes gegeben, Guys, da hochzukommen am Anfang in dem ersten Raum. Aber ihr seht es. All diese Elasto-Felder lassen sich nicht beliebig in alle Richtungen feuern. Da gibt es eine ganz vorgegebene Richtung, wo es für einen hingeht. Und wenn man da nicht hindüst, dann hat man halt so Pech gehabt, ne? Okay, machen wir weiter. Dritter Challenge dann schon. Nee, jetzt ist. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass ich alle 16 Secrets finde, geht so auf 5%. Ich würde es nicht ausschließen, aber ich halte es für sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber ich sag mal, je weniger ich verpasse, desto weniger müssen wir später nachholen. So. Ihr könnt euch verziehen, weil ich nicht weiß, ob ihr wirklich tödlich seid. Und ich will es auch nicht rausfinden, ne? So. Nehmen wir dich mal. Oh Gott, da kommt der Geist. So, den hier rein. Wo ist der Imp hin? Der chillt wieder da hinten. So, ja. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es wirklich completely deadly ist. Also, dass man da wirklich stirbt. Weil ansonsten wären ja auch die ganzen Lebensupgrades, die man sich durch die bronzenen Karten quasi erfarmt, total sinnvoll, wenn man halt sofort tot ist. So, ich platziere das mal hier. Da oben ist auch noch eine Lumos-Statue. Was genau machst du? Ich schau mal hier unten nach, ob ich da was finde. Ja, hier, Freunde. Da ist doch was. Und zwar eine bronzene. Oh, und das ist die 40. Das heißt, ein weiterer Lebensbalken. Richtig fresh. 40 von 50 schon, Freunde. Das war Quang Po. Chinesischer Zauberer, welcher die Wirkung von gepuderten Feuerball-Eiern herausgefunden hat. Alles klar. Ich weiß nicht, was Fireball-Eggs sind. Vielleicht ist Fireball irgendwie ein Zauberer? Oder ein Drache? Mhm. Zack, ja, das funktioniert. Und wo bauenst du mich hin? Ach, wahrscheinlich da hoch, oder? Hui! Zack. Der nächste Challenge dann. Ah. Okay. Das ist quasi eine Art Platte, ne? Und dann kommen wir hier durch. Cool! So weit, so gut. So. Hier ist eine. Hier sind Flaschen. Und da oben ist schon wieder der nächste Challenge-Stern. Die sind immer auf irgendwelchen, ja, hohen Podesten, ne? Boah, was macht ihr denn da? Auf irgendwelchen hohen Podesten, dass man sich dahin boosten kann. So, kann ich von hier oben die ganzen Schildkröten erledigen?
Also kriegen sie da auf jeden... Oh, nee, ich stehe da ziemlich auf dem Präsentierteller für die zum Schießen. So, rein da mit euch. So, aua. Dann müssen da rüber feuern. Dass wir die schon mal betäuben. Genau. Und dann können wir die da alle schön in ihre Löcher aufräumen. Legt euch nicht mit Harry Potter an. Okay. So, erledigt. Und das öffnet uns hier unten den Weg zu einer Truhe. Die uns... Oh, eine silberne Bildkarte öffnet. Yo, nice. Dümpfner Firmage. Famously abducted by Pixies while on holiday in Cornwall and lived in mortal dread of them thereafter. Okay, die wurde wohl von Wichteln im Urlaub so sehr terrorisiert, dass sie für immer Angst vor ihnen hatte. Wollte im Ministerium durchsetzen, dass alle Wichtel für immer von Menschen vernichtet werden. Jo, aber hat's halt, also wollte das durchsetzen, aber hat's halt nicht hinbekommen. Jo, okay, die hätte mal eine Traumabewältigung besuchen sollen oder sowas. So, hier unten ist ein, hier oben ein Flipendo machen. Ah, okay. Wenn ich jetzt hier Elasto mache. Boah, da muss ich irgendwie es hinkriegen, da drauf zu landen. So. Da oben ist auch noch. Zack. Ah. Okay, und jetzt muss ich es halt irgendwie schaffen, mit Elasto wahrscheinlich auf einem dieser Balken zu landen. Da muss jetzt ein gezielter Sprung her. Ich drücke gar nichts in der Luft. Oder so ein bisschen. Doch. Das ist es. Das ist es. Aber Freunde, wir haben halt einfach mal 4 von 16 Secrets. Und 5 Challenge-Sterne. Da passt irgendwas vorne und hinten nicht. Wie kann man denn in diese Aufgabe 16 Secrets packen? Da kriegt ein Secret-Sucher wie ich, kriegt da Panik. Richtige Panikattacken. Ich versuche hier wirklich alles zu untersuchen, aber... Bisher gönnt das Spiel noch nicht so wirklich. Also da muss jetzt gleich eine geballte Dichte an Secret-Räumen kommen. Ansonsten habe ich komplett verkackt. Also so auf allen Ebenen. Okay, so, bevor ich jetzt irgendwo hochgehe, schaue ich mir immer erstmal die unteren Wege an. So, hier ist irgendwie auch nichts. Ich meine, das sind immer so Bonus-Aufladeräume und, und. Und wenn ich hier runterhüpfe, komme ich auch wieder hoch. Ja, okay. So, zack. Damit kann man arbeiten. Und dieses Lumos gönnt uns... Ich kann mir vorstellen, wo. Ein Secret-Raum. Ich kann mir ganz genau vorstellen, wo. Und zwar hier drin. Oder? Nein! Gönnt uns hier kein Secret. Wenn ich jetzt hier weiter hinterlaufe? Nee, auch nicht. Yo! Okay, okay, okay. Wo kriegen wir denn jetzt hier eine Belohnung? Das muss doch irgendwas bringen. Hm. Ich aktiviere das nochmal. Damit quasi der Timer nochmal frisch gesetzt wurde. Und dann düse ich jetzt erstmal hier hoch. Ne? Ja! Genau, so sieht's aus. Das muss ich, glaube ich, sogar machen, oder? Ich mache jetzt hier einfach mal so. Das bringt mich hier hoch. Ich habe die Fee einfach aus der Luft gesniped. Das war schon ein bisschen cool. Da drüben ist ein geheimer Raum. Mhm. Flubberwurmschleim. Hier ist sogar ein Challenge-Stern. Say what? Okay. Ich will nicht so viele Challenge-Sterne finden. Das ist gruselig, Mann. Das ist sehr, sehr gruselig. Ich booste mich jetzt nochmal kurz hier hoch. Weil ich jetzt da drüben noch nicht war. Ich meine, hier ist obviously so Baumrinde. Okay, aber mehr jetzt auch noch nicht. Okay, dann nehme ich die Rinde mit. Und ich habe mir jetzt ja gerade diese Säule hier runter geheatet. Yes. Und die kann ich jetzt quasi hier vortun. Aber da ist der nächste Challenge-Stern, Freunde. Das ist, glaube ich, die größte Klatsche, die ich jemals in so einer Challenge kassiert habe. Secret-technisch. 5 von 16 Secrets. Aber 7 Challenge-Sterne. Ob wir hier gut durchkommen, das erfahren wir beim nächsten Mal, Freunde. Danke fürs dabei sein.
Unfassbarer Support kommt noch von Sarah und Kimora, Lord Ryoma und von Hyn Nicholas MP. Vielen Dank euch, dass ihr das alles hier unterstützt.